Und damit guten Morgen in die ukrainische Hauptstadt. Guten Morgen zu Daniel Koop nach Kiew. Daniel, lass uns über die aktuelle militärische Lage sprechen. Wie stellt die sich aktuell dar? Ja, guten Morgen, lieber Thomas. Erst einmal eine unruhige Nacht, die wir auch in dieser Nacht hier wieder erlebt haben in Kiew. Mehrfacher Raketenalarm, den es auch hier in der ukrainischen Hauptstadt gegeben hat. Der Fokus momentan der russischen Armee ist vor allem weiterhin in der Donbass-Region. Auch dort gab es wieder heftige Explosionen, heftige Detonationen. Mindestens 6 Menschen sind da ums Leben gekommen, 11 sind verletzt worden. Die ukrainische Armee, die konzentriert sich aktuell vor allem auf die Region Kharkiv, also die Region Kharkiv wieder zu befreien. Und es scheint schon so zu sein, das hören wir auch aus ukrainischen Kreisen, dass man sich wirklich darauf einstellt, dass es sich da um einen noch sehr langen Krieg auch handeln wird. Wir haben das Kriegsrecht hier in der Ukraine. Das ist in der Vergangenheit vom ukrainischen Präsidenten für immer nur 30 Tage verlängert worden. Gestern hat Volodymyr Zelensky, der ukrainische Präsident, angekündigt, dass man das Ganze jetzt erst einmal in den August sogar verlängern möchte. Dieses Kriegsrecht, das gibt der Regierung bestimmte Befugnisse, wie beispielsweise auch Ausgangssperren. Also da scheint man schon mitzubekommen, dass auch die Ukrainer denken, dass es sich da um einen sehr, sehr, sehr langen Konflikt auch noch handeln wird. In der Ukraine selbst, Daniel, hat es einen ersten Kriegsverbrecherprozess gegeben gegen einen russischen Soldaten. Heute wird das Urteil erwartet. Ist denn abzusehen, in welche Richtung dieses Urteil geht? Nun ja, die Staatsanwaltschaft, die hat für lebenslänglich plädiert. Der Verteidiger des 22-jährigen Russen, der stammt aus Sibirien, der hat für einen Freispruch plädiert und hat gesagt, dass der russische Soldat der diese Tat nur auf Befehl quasi ausgeübt hat. Was hat sich passiert? Es handelt sich dabei um eine Tat, die sich Ende Februar ereignet hat in der Region von Sumy. Der russische Soldat, der hat zugegeben, dass seine Einheit da unter Beschuss geraten ist und man dann wohl ein Auto klauen wollte. Und dann hat man ein Auto geklaut und ein 62-jähriger Zivilist, der war da ganz in der Nähe mit seinem Fahrrad unterwegs, war ein Zeuge von diesem Diebstahl. Und dann hat der russische Soldat wohl mit einer Kalaschnikow auf diesen Mann geschossen. Und dieser Mann, der ist dann ums Leben gekommen und man hatte dann aber die Möglichkeit, diesen russischen Soldaten hier anzuklagen. Gegen 11 Uhr deutscher Zeit wird das Urteil erwartet. Das ist ein Prozess, der auch in den ukrainischen Medien sehr, sehr stark verfolgt wird. Es wird eine Reihe von Kriegsprozessen hier in der Ukraine geben, aber in der Tat ist dies der erste, 3 Monate nach Beginn des Krieges, dass hier ein russischer Soldat angeklagt und heute dann auch verurteilt wird. Daniel, recht vielen Dank nach Kiew.